Für die zwei Baustellen heute brauchen wir einige Baufahrzeuge. Dazu zählt der Baggerlader, der Betonmischer und die Betonpumpe, ein großer Kran zum Verladen, eine Walze und noch vieles mehr. Zuerst aber brauchen wir die Planierraupe. Die darf aber nicht auf der Straße fahren. Deshalb muss sie vorher auf einem LKW zur Baustelle gefahren werden. Jetzt, wo die Planierraupe aufgeladen ist, geht's los zur Baustelle. Da sind wir auch schon an der Baustelle. Hier legen wir einen Park an, der auch einen kleinen Spielplatz haben wird. Jetzt können wir mit der Planierraupe vom Anhänger fahren und loslegen. Vorne hat die Planierraupe ein Schild, den müssen wir erst ausrichten. Und nun können wir die Erde schieben, damit der Boden schön gerade wird. Und wenn wir dann fertig sind, haben wir den Boden planiert. Mit der Planierraupe sind wir fertig. Zeit, ihn von der Baustelle zu fahren und mit dem nächsten Schritt weiterzumachen. Für den nächsten Schritt brauchen wir eine Walze. Es wurde bereits von einem anderen Bauarbeiter der Kiesweg geschüttet. Mit der Walze machen wir den Kies jetzt schön fest. Hinter der Walze sieht man schon den festgedrückten Kies. Dadurch wird der Kiesweg lange schön bleiben. Mit der Walze sind wir nun fast fertig. Zeit zum Bagger zu wechseln. Das hier ist ein Baggerlader. Den erkennt man daran, dass er hinten eine Schaufel zum Erdeschaufeln hat und vorne eine noch größere Schaufel zum Erdetransportieren hat. Bevor wir mit dem Baggerlader baggern können, müssen wir erst die Standfüße ausfahren. Und los geht's! Hier werden wir Bäume pflanzen. Vorher muss dafür ein großes Loch gegraben werden. Man könnte das auch mit einer Handschaufel machen, doch mit einem Bagger geht das viel schneller und macht viel mehr Spaß.
Das erste Loch ist fertig. Heben wir noch ein zweites aus. Während das zweite Loch fast fertig ist, kommt der Pritschenwagen und lädt schon mal die Bäume auf. Dafür benutzen wir den Kran, der auf dem Pritschenwagen ist. Erstmal die Standfüße ausfahren und dann können wir ihn benutzen. Den ersten Baum haben wir am Haken und nun langsam auf die Ladefläche damit. Und jetzt noch der zweite Baum. Mit dem Pritschenwagen auf der Baustelle angekommen, werden wir nun die Bäume in die Löcher heben, die wir vorher mit dem Bagger gegraben haben. Es wird schon dunkel draußen und die Laternen sind an. Der Park ist mittlerweile fertig gebaut. An dieser Baustelle haben wir nichts mehr zu tun. Zeit zur nächsten zu gehen. Unser Auftrag hier ist es, eine Fertiggarage zu bauen. Dafür brauchen wir einen LKW mit einem großen Anhänger. Mit dem blauen LKW werden wir nun den Anhänger ankoppeln, um damit losfahren zu können, um Sachen zu transportieren. Los geht's, alle Materialien zu besorgen, die wir brauchen, um die Garage zu bauen.
Da wir eine Fertiggarage bauen, sind die Wände bereits vorgebaut. Hier kommen wir in einem Laden an, wo wir die Wände aufladen können. Hier sehen wir die aufgeladenen Wände. Nun können wir zum nächsten Laden fahren, um weitere Materialien zu besorgen. Da stehen sie auch schon. Die erste Palette werden wir mit einem Gabelstapler aufladen. Der kann seine Gabeln hoch und runter fahren. Damit können wir schwere Paletten heben und auf einen LKW verladen. Super, die erste Palette ist verladen. Für das zweite brauchen wir wieder den Pritschenwagen mit dem Kran hinten drauf. Nun haben wir alles auf dem LKW, was wir brauchen, um die Garage zu bauen. Los geht's zur Baustelle. Das Haus ist bereits fertig gebaut. Nun möchte die Familie, die darin lebt, eine Garage dazu gebaut haben. Da auf der Baustelle selbst wenig Platz für Fahrzeuge ist, brauchen wir den großen Kran, um alles auf die Baustelle zu heben.
fast fertig. Fehlen nur noch die Fertigwände. Die Fertigwände wurden nun auch auf die Baustelle gehoben. Die können wir nun an den richtigen Ort platzieren, um die Garage aufzubauen. Die Wände waren fertig montiert. Zeit, die letzte Deckenplatte zu platzieren. Es wird schon sehr dunkel draußen, aber die letzte Deckenplatte ist platziert. Zeit, Feierabend zu machen und morgen die Baustelle zu beenden. Es ist nun wieder Tag, Zeit die Garage fertig zu bauen. Dafür brauchen wir für den nächsten Schritt einen Betonmischer. Und dazu eine Betonpumpe. Beide Fahrzeuge arbeiten nun zusammen. Der Betonmischer mischt das Beton und belädt die Betonpumpe, die wiederum den fertigen Beton auf die Garage gießt. Dadurch wird das Garagendach stabil und hält sehr lange. Mit seinem riesigen Kranarm erreicht die Betonpumpe auch weit entfernte Stellen. Das ist sehr wichtig auf Baustellen wie dieser, wo die Betonpumpe nicht direkt auf die Baustelle fahren kann und von der Straße aus arbeiten muss. Weitere Bauarbeiter haben den Rest der Garage erledigt und die Baustelle abgeschlossen. Da steht sie, die fertige Garage. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns bei den nächsten Baustellen.